Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem High Security Park. Wir sind hier wieder in unserem neuen Bereich, den wir beim letzten Mal gebaut haben, haben unsere nächsten Dinosaurier endlich freigelassen, nämlich den Ankylosaurus, das Testobjekt 003 und den Diplodocus, das Testobjekt 004. Und aus diesen beiden werden wir einen schönen Hybriden erzeugen, denn wir haben ihn hier schön erforscht und studiert und beobachtet, wie ihr seht. Ja, und hier werden wir jetzt unsere nächsten Hybriden freilassen, aber erstmal werden wir diesen Bereich hier so ein bisschen noch verschönern und fertig bauen. Und dann geht es quasi schon entweder hier zu diesem Mittelbereich, da weiß ich noch nicht, was ich mache, oder wir gehen jetzt schon über danach, ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schaffen, hier in diesem Bereich, wo wir dann endlich die Fleischfresser-Hybriden freilassen werden. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich hatte ja schon die Idee, dass wir so ein etwas größeres Velociraptoren-Forschungsgelände machen werden, weil einfach hier ein Velociraptor-Genom drin steckt. Hier steckt eins drin. Und hier steckt auch eins drin. Das heißt, alle Fleischfresser stecken drin mit dem Velociraptor, stecken die unter einer Decke. Sagen wir es mal so. Ne, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ja, aber ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier vorne weiter. Und das wird wieder richtig, richtig viel Wegarbeit, denke ich. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht quasi hier vorne... Ich würde sagen, wir ziehen erstmal den Weg hier so ein bisschen weiter. So ein ganzes Stückchen müssen wir den Weg hier tatsächlich noch machen. Das Gebäude hier ist echt schwierig, was Wege angeht. Weil das eine ganz komische... Na, ihr seht schon hier, die Einrastpunkte sind ganz, ganz schlimm. Ich will es halt gerade haben, das ist nicht so gerade. Irgendwie ist das schief. Aber es hat halt einen ganz komischen Abstand vom Grasrand her, das wollte ich gerade sagen. Und dadurch ist das Gebäude hier echt... nicht so einfach zu handhaben. Ich mache mal hier eine kurze Zwischenlinie. Dann können wir hier entlang. Das klappt auch nicht. Mensch. Ist aber auch schwierig hier. So, jetzt hat es geklappt. Habe es jetzt in aller Ruhe rausgeschnitten für euch. Weil ist ja jetzt nicht so spannend. Aber ihr seht schon, ne, dieses Gebäude hat halt so einen kleinen Grasrand. Den kann man auch leider nicht besser machen. Das ist hier bei diesem Turm eindeutig viel, viel besser. Aber ja, schlimm ist es jetzt nicht. Aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil halt jedes Gebäude gefühlt irgendwie einen anderen Grasrand hat. Ich würde sagen, ich führe jetzt erstmal den Weg hier hin. Und eventuell könnten wir hier vorne... Ist ja eigentlich noch Platz für etwas, ne? Vielleicht könnten wir hier wirklich noch so ein Umspannwerk machen. Vielleicht mal so ein etwas größeres. Wäre nicht verkehrt. Guck mal, ich mache das mal gerade zu dem Weg. Und dann ungefähr... Muss halt ein bisschen Abstand lassen, weil ich dann noch einen Zaun gerne... drumherum machen wollen würde. Wir könnten natürlich auch... Warte mal. Wir könnten hier so machen. Eventuell könnten wir dann hier vorne den Zaun noch weitergehen lassen. Könnte man vielleicht so machen. Ich schaue jetzt erstmal, ob das passen würde. Es wäre schon cool, wenn wir hier dieses große Umspannwerk noch hinbekommen würden. Nur die Frage, wenn wir es so platzieren jetzt. Immer so nah ran, wie es geht. So. Könnte man dann hier vorne noch einen Zaun machen? Das ist halt jetzt die große Frage. Oh, das würde sogar funktionieren. Okay, dann ist das ja quasi schon ziemlich ideal. Dann würde ich, glaube ich, fast... Wie würde ich das denn handhaben am liebsten? Ich ziehe jetzt erstmal hier den Zaun rum. Ist das so? Ja, das passt sogar. Das war nicht so gut gesetzt. Muss ich noch ein Stückchen weiter. Mal so. Ja, guck mal, so passt das sogar. Okay. Vielleicht könnten wir dann auch einfach das Stück hier noch mit einem normalen Zaun austauschen. So. Dann machen wir hier das Stück noch so. Und dann sieht das doch ziemlich, ziemlich cool aus. Weil dann sieht das so aus, als wenn hier der Bereich wirklich zu ist. Weil das würde ich gerne hinbekommen, dass so rüberkommt. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier mit dem Zaun? Machen wir jetzt so und dann hier die Ecke machen sollen. Dann könnte man nämlich die Wegfläche ein bisschen besser machen. Warum ist denn das da so schief? Okay, das liegt einfach an der Erhöhung. Aber das ist ja an sich nicht weiter schlimm. Und ich glaube, jetzt kann man nämlich hier die Wegfläche... vernünftig ausfüllen, dann sieht das auch gut aus. Quasi so.
klappt sogar ziemlich gut. Ja gut, hier vorne ist es natürlich jetzt noch nicht ideal. Sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Natürlich ist jetzt der Untergrund da noch falsch und so. Das können wir noch alles überarbeiten. Aber das Ganze würde ich dann auch nochmal hier versuchen. Hier wird es, glaube ich, ziemlich schwierig, das gut hinzubekommen. Weil hier die Ecke wieder sehr, sehr spitz verläuft. Ich habe ja hier schon nicht, wie ihr seht. Aber jetzt wird hier zum Beispiel diese Schräge wird super, super schwierig. Ist halt eine ganz, ganz doofe Breite. Vielleicht hätte ich das ganze Ding noch einen rübersetzen sollen. Dann hätte das nämlich, glaube ich, geklappt. Jetzt passt es. Perfekt. So habe ich es mir vorgestellt. Sieht der Weg nämlich ziemlich, ziemlich gut aus von oben. Ich pinsel nochmal ganz kurz hier mit Gras drüber. Damit das gleichmäßig aussieht. Das mit der Felswand da hinten, das müssen wir sowieso nochmal komplett abändern. So, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Hier vorne, das gefällt mir noch nicht so ganz. Also es sieht hier von oben schon ziemlich nice aus. Hier hinter den Grasrand, den werden wir nicht wegkriegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Da seht ihr, da können wir gar nicht platzieren. Und das Gebäude noch ein nach vorne, dann hätte man hier vorne zu wenig Platz. Also das werde ich wahrscheinlich dann so lassen. Ich überlege gerade, ob wir hier entweder den Weg nur bis hierhin vorne machen. Oder ob wir hier noch hin machen, den Weg. Aber hier hätten wir wieder das Problem mit der spitzen Ecke. Da kommt man halt mit dem Weg nicht rein. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir versuchen. Oh Gott, das wird natürlich jetzt wieder schwierig werden. Was wäre eigentlich am besten, wenn der Weg... Na, die Einrastpunkte wären es mir super schwierig hier machen. So wäre es am idealsten. Oh, das geht sogar. Perfekt. Okay, das hat jetzt doch besser geklappt, als ich gedacht habe. So sieht das doch schon ganz gut aus. Na gut, hier diese Grünfläche. Ich weiß halt nicht. Kann da halt quasi eigentlich gar nichts machen, ne? Könnte halt... Wenn ich wollen würde, könnte ich hier schon noch was machen, aber nur bis hier vorne. Dann hätten wir hier diese Ecke halt noch frei. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Oder ob wir einfach mal so ein Stück allgemein ein bisschen größer grün lassen. Ich glaube, wir lassen es erstmal so. Glaube ich schon okay. Der Weg würde dann logischerweise hier natürlich weiterführen. Das klappt ja schon ganz gut hier. Sieht auch schon ziemlich nice aus von oben. Gefällt mir. Ich würde sagen, wir brüten aber jetzt schon mal nebenbei den Ankylodokus aus, weil das dauert natürlich auch eine Zeit. Dann ersparen wir uns so ein bisschen Zeit. Während wir bauen, kann er dann ausbrüten und dann können wir den gleich freilassen. Ja, ich werde hier auch einen Skin auswählen. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal genommen habe. Ich glaube, ich nehme hier mal... Steppe könnte, glaube ich, cool aussehen oder Alpin. Ich nehme mal Steppe. Und auch hier werden wir natürlich die Werte schön nach oben boosten. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Wert ich hier am besten gehe. Ich glaube, das ist ganz gut. Da haben wir viel Angriff, relativ viel Verteidigung. Auch wenn er sowieso nicht kämpfen kann. Also eigentlich ist es komplett egal, was wir hier machen. Aber ich will natürlich trotzdem Dinos haben mit einer sehr, sehr guten Bewertung. Einfach aus Prinzip. So, ich denke mal, das hier ist alles uninteressant. Habitat, Stress, Lebenserwartung, sozial. Ja, das ist alles für uns uninteressant. Ich würde sagen, brüten wir den mal aus. Könnten eigentlich auch zwei davon halten. Nee, aber einer ist, glaube ich, besser, ne? Ja, ich denke mal, einer ist besser. Das Gehege ist jetzt auch nicht so groß, ne? Aber völlig ausreichend, denke ich. Hier wird es auch nochmal wieder schwierig mit der Ecke vom Weg her. Da könnten wir... So wäre, glaube ich, das Beste, was wir machen könnten. Von der Nähe her. Aber das reicht eigentlich aus. Oder? Ja. Das reicht auf jeden Fall aus. Hier die Schräge ist natürlich auch immer nochmal wieder so eine kleine Herausforderung. Aber wir sind ja gekonnte Bauer. Wenn es hier nicht ganz perfekt ist vom Rand her, ist auch nicht schlimm. Wir hätten wahrscheinlich da noch ein bisschen näher rangekonnt, aber das passt schon. Hier passt es natürlich jetzt auch nicht ganz perfekt. Aber Hauptsache, wir haben jetzt erstmal hier die Umrandung an den Turm. Das ist immer wichtig. Und hier kann man dann immer noch schauen, dass man relativ nah an dem Zaun entlang geht. Halt alles hier richtig Millimeterarbeit, wie ihr seht. Jetzt auch nochmal das entfernen, das entfernen. Okay, das klappt doch schon hier wunderbar. Jetzt müssen wir hier vorne noch an den Zaun ran. Dafür müssen wir wahrscheinlich diesen Weg noch einmal entfernen, damit wir hier vernünftige Punkte haben. Das ist doch schon mal super. Den führen wir nochmal hin. Gleich wird es nochmal wieder schwierig werden an der einen Stelle da. Ich glaube, da müssen wir sogar eventuell nochmal das Gehege ein bisschen bearbeiten, weil hier vorne ist einfach zu wenig Platz.
ist der Parkrand einfach zu nah. Und ja, hier geht es halt auch schon bergrunter. Also sehen wir gar keinen Platz. Und das Problem ist halt, wir können auch nicht direkt an das Tor rangehen, weil man halt Wege nicht direkt an so einem Tor bauen kann. Also eventuell könnten wir das Tor noch mal ein bisschen umbauen. Vielleicht könnten wir auch. Ich überlege gerade. Vielleicht könnten wir das Äußere hier nochmal abreißen. Das hier nochmal abreißen. Dann das erste Tor vielleicht hier reinmachen und das zweite dahinter. Dann hätten wir zumindest ein kleines Stück rausgeholt. Wäre auch schon mal nicht schlecht. Wenn wir das hier nur gerade hinkriegen. Sieht ja schon gut aus. Hier vorne einmal gerade. So, das abreißen, das abreißen. Ah, das wollte ich nicht abreißen. Das war jetzt nicht gut. War das so? Ja, ich glaube schon. Weil hier vorne geht natürlich noch diese Schräge ab. Die will ich natürlich nicht entfernen. So, jetzt setzen wir mal das Tor ein. Das könnten wir nämlich jetzt so machen, dann ist es zumindest ein Stückchen weiter hinten. Und auch hier hinter. Ich weiß ja gleich nicht, wie das aussehen wird. Ich habe nochmal so eine kleine Ecke da drin. Könnten wir auch abschrägen. Könnten vielleicht versuchen, das Ganze. Ne, das ist doof. Und dann müssen wir von hier ein Stück weitergehen. So, dann hier abschrägen. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Ich könnte natürlich auch hier versuchen, nochmal das genauso aussehen zu lassen, dass ich hier nochmal ein Stück so gehe. Und dann so. Und dann haben wir hier so eine spitze Ecke, aber dann sieht es ein bisschen gleichmäßiger aus, ne? Sieht gar nicht so schlecht aus. Könnten wir dann hier quasi einfach Verbindung ziehen? Könnte man hier nochmal eine Verbindung machen? Ja, gerade. So. Das ist immer schwierig, ne? Weil hier halt die Einrastpunkte in der Nähe sind. So. Okay, das sieht doch relativ sicher und gut aus. Ja, ich denke mal, das können wir so lassen. Jetzt haben wir wenigstens hier nochmal ein bisschen Platz rausgeholt. Haben wir das hier mit der Wegfläche, denke ich mal, ein bisschen besser hinbekommen. Ja, jetzt könnt ihr sehen, den Abstand, den wir brauchen. Ganz schön weit, ne? Also ich glaube, das hätte hinten und vorne nicht gereicht, hätten wir es anders gemacht. Ich jetzt natürlich versuchen, nicht ganz so breit zu machen, sondern ungefähr so. Dann machen wir das weg, das weg. Und dann haben wir hier schon mal eine schöne Wegfläche. Die können wir dann hier hinführen. Ich habe eine Sache vergessen, Leute. Wir bräuchten eigentlich hier nochmal einen Überwachungsturm, der das Gehege hier überwacht, so wie hier vorne. Deshalb habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe hier einen. Ich müsste hier entweder hier noch einen hinmachen oder hier noch hinquetschen. Ich weiß nicht, ob wir das hier oben noch hinkriegen würden. Können Sie mal ausprobieren. Wäre halt die andere Alternative. Oh, das würde sogar, glaube ich, funktionieren. Das hier vernünftig machen. Nur wie führen wir dann den Weg da lang? Müssten wir ja quasi hier schon durchgehen. Andere Wahl bleibt uns ja. Oh, der ist aber echt groß, der Turm, ne? Würde aber gehen. Ich weiß halt nicht, ob unser Berg dann hier zu sehr darunter leidet. So wäre das dann. Dann müsste man hier hinten nochmal vielleicht den Weg durchführen. Am Rand entlang. Ich glaube, das würde gar nicht schlecht aussehen. Könnte man hier einfach den Weg durchmachen. Auch irgendwie so zwei breit oder so. Müssen wir mal schauen dann. Wie schön da dran. So, und wir müssten nochmal gucken, dass wir hier das mit dem Weg vernünftig hinkriegen. Das auch wieder abschließend machen, hier würde ich fast sagen. Oh, hier sind die Einrastpunkte auch wieder ganz schlimm. So. Und nochmal so. Ich werde hier auch gar nicht große Wegflächen mehr machen. Weil je mehr Weg wir jetzt bauen, desto weniger Platz werden wir später für unseren Berg haben, weil wir müssen das natürlich hier oben wahrscheinlich nochmal ein bisschen umgestalten dann später. Weil ich will hier auch noch irgendwie Bäume oder sowas vorhaben. Wird halt vom Platz her
alles ziemlich, ziemlich eng. Aber ich muss auch sagen, dass mir dieser Berg hier oben mit dem Helikopter jetzt noch nicht so mega gefällt. Also ich glaube, das kann man noch ein bisschen besser gestalten. Werden wir wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen abändern. So sieht das Ganze dann quasi aus. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Wir müssen natürlich gleich hier noch den Zaun lang führen. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen, die mir hier noch so ein bisschen fehlt. Wobei, die haben wir jetzt hier auch nicht unbedingt, ne? So ein Schutzbunker direkt. Vielleicht hätte man den hier hinten nochmal unterbringen können. Ich weiß es nicht, ob sich das, das aussehen würde. Also eigentlich wäre hier genug Platz dafür. Hier einfach schön an den Rand einen Schutzbunker nochmal platzieren. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Könnten aber auch sowas anderes mal platzieren. So ein Antennenturm könnten wir eigentlich auch mal machen. Wo war denn der nochmal? Der ist eigentlich auch hier, ne? Hier sowas zum Beispiel. Ich weiß halt nicht, ob das aussieht. Ich glaube, so ein Bunker macht aber mehr Sinn hier. Dass man hier, falls hier mal was passiert mit dem Ankylodokus, hier auch nochmal einen Schutzbunker haben. So, jetzt habe ich hier hinten schon mal die Ecke soweit gemacht. Jetzt müssen wir jetzt hier noch eine Lösung mit dem Bunker überlegen. Ja, das Problem, was ich halt habe, ich würde am liebsten natürlich hier die Wegfläche ausfüllen, aber wir haben ja hier das Problem beim Bunker, dass wir da immer so einen kleinen Grasstreifen haben. Also das wäre hier halt so das Ergebnis, wenn wir es mit dem Grasstreifen hier machen. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das halt stört später. Hier ist halt diese ganz kleine Lücke, die ist echt doof irgendwie. Gefällt mir nicht. Weiß nicht, irgendwie gefällt mir das da nicht so. Der Turm, da fand ich den Bunker schöner. Wir könnten das Ganze natürlich auch weglassen und hier einfach zum Beispiel die Wand schräg lang gehen lassen. Das wäre also noch so eine Alternative. Dass wir einfach so machen, dann hier einfach die Mauer anders langlaufen lassen. Das wäre jetzt die ausgefüllte Variante. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Sieht schon cool aus, muss ich sagen. Wenn wir hier dann gleich noch ein bisschen gestalten, das Gehege, dann wird das schon sehr, sehr nice werden. Genau, hier müssen wir natürlich jetzt noch den Zaun ziehen. Dürfen wir nicht vergessen. Hier einen guten Einrastpunkt. Sieht natürlich auch alles ein bisschen schief noch aus, weil einfach hier Berg ist. Aber den Berg da im Hintergrund, habe ich ja schon gesagt, den muss ich sowieso noch mal ein bisschen bei. Noch mal ein bisschen überarbeiten. Das geht gar nicht anders. Der Punkt ist schlecht, das sehe ich jetzt schon. So. Und eigentlich könnte ich hier quasi dann schon zum Rand gehen. So. Würde ich es dann machen, denke ich. Weil wir auch... Ich weiß nicht, ob ich hier zum Rand gehen soll oder nochmal hier zu unserem Gehege. Ich könnte das Ganze natürlich hier auch abschließen. Ist wahrscheinlich die elegantere Lösung. Wäre schön, wenn wir dann hier noch eine Zwischenstrebe hinkriegen würden. Was natürlich hier schon mal gar nicht klappt. Vielleicht kriegen wir es so hin. Ah, ist nicht ganz gerade leider, ne? Wenn wir so machen, das wäre auch nicht gerade. Das ist, wenn wir hier länger ziehen. Und dann versuchen. Das geht nicht, ne? An der Stelle geht das nicht. Nur so würde gehen. Ne, das bringt uns halt auch nichts. Das ist ein bisschen doof. High Security Zaun, hier ist dann der normale. Würde aber auch eigentlich so reichen, ne? Lassen wir es so. Das passt schon. Da brauchen wir jetzt kein Zwischenstück. Aber ich finde, es sieht doch schon ziemlich cool aus jetzt, ne? Schon wieder wie ein sehr, sehr sicherer Bereich aus. Hier hinten ist es natürlich immer noch nicht, beziehungsweise wieder nicht mehr richtig. Von der Glättung her. Aber das werde ich jetzt nicht im Video alles machen. Weil das ist echt anstrengend. Ich werde auch hier hinten keine Höhenunterschiede mehr machen, glaube ich. Weil vielleicht, ne? Sieht halt schon cool aus, wenn man von unten guckt und nicht alles auf einer Höhe ist, ne? Aber ihr seht ja, wie viel Arbeit einen das macht. Also, das macht schon ungemein schwieriger. Wir machen jetzt mal erstmal hier den Wald hin. Soweit wir noch können. Hier ein bisschen Abstand noch. Und dann können wir eigentlich schon unseren Ankylodokus freilassen, ne? Würde ich jetzt sagen. Machen wir das doch mal.
Hat der gar keine Musik? Ist ja frech. Ah doch, da ist Musik, ne? Muss sagen, dass ich auf dieser Karte den Himmel mega cool finde von der Farbe. Weiß nicht, der sieht irgendwie anders aus als auf den anderen Karten, ne? Fällt mir sehr, sehr gut. Himmelskamera. Die gibt's ja auch, ne? Das ist ein cooler Dino, ne? Schade, dass der nicht kämpfen kann. Der Isa, der Ankylodokus. Mit ganz vielen Stacheln. Und hinten dieser gefährlichen Keule. Es wäre echt cool, wenn der einfach mal so einen T-Rex mit dieser Keule da wegpunchen würde. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Wir machen natürlich jetzt wieder unser Lieblingsgeschäft, nämlich fliegen und schießen. Das, was wir am besten können. Einmal Ankylodokus betäuben. Den Nacken. Wie viele der wohl braucht? Wahrscheinlich 4, ne? Oder reichen 3? Ne, 3 reichen. Plumps, da liegt er. Hätte ihn mal vielleicht erst trinken und essen lassen sollen, aber gut, macht nix. Er wird schon überleben. In der Zeit, wo er jetzt rüberkommt, richten wir nämlich sein Gehege ein. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier gemacht habe. Ich mache hier auch, glaube ich, nur so ein paar Pflänzchen hin. Kleines Gewässer und ansonsten gar nicht viel. Ich könnte natürlich auch überlegen, ob ich hier mal so einen großen Baum reinmache. Oh, das war falsch. So ein Baum. Könnte man überlegen. Diese Ecke hier würde eigentlich sich echt anbieten, ne? Wollen wir das machen? Ich glaube, den werde ich hier in dieser Ecke machen. Aber geht gerade nicht, weil hier das Ding im Weg ist. Aber dann können wir ja schon mal den Futterspender. Dann nehmen wir auch Paleo-Futter auf jeden Fall. Das sieht cooler aus. Wir brauchen eigentlich auch wieder hier so einen Bereich, ne? Wie hier, wo wir ihn füttern. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn wir das noch machen würden. Meint ihr, man könnte hier noch sowas machen? Wie ich das denn hier gemacht? Einfach nur mit so einem Zaun, ne? Ich finde die Idee nämlich eigentlich ganz cool, sowas zu haben. Ich weiß halt nicht, ob das aussieht. Oh, jetzt ist er in Panik. Ist gerade voll schnell unterwegs. Ne, ich glaube aber, das sieht nicht aus. Ich glaube, das werden wir lassen. Wäre dann hier die Ecke. Oh nee, ich glaube. Nee, das gefällt mir nicht so, aber egal, dann lassen wir es bei dem weg. Haben wir es nur hier bei dem. Ist ja auch nicht schlimm, wenn die hier so ein bisschen Variation aufweisen, ne? Ist ja sogar besser. Ich denke mal, ich werde aber das Futter hier machen. Oh, der schreit schon. Ich glaube, der ist sehr, sehr wütend. Der Gute. So, wählen wir mal hier im Tier Futter aus. Ach komm, machen wir irgendwas rein, Leute. Es ist ja im Prinzip auch egal. Ich glaube, das Futter sieht eh immer gleich aus. Kommt das jetzt? Ja, es kommt. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Hat sich hier schon eingerollt. Ich glaube, der ist auch nicht so glücklich mit seinem Gehege. Ich überlege gerade, ob wir hier nochmal so ein Stückchen erhöhen sollten. Wo dann der Baum drauf kommt. Zu nah an einem Dino. Ah, das habe ich gar nicht bedacht, ne? Ich hoffe, der Dino hoppelt hier jetzt mal weg. Sonst kann ich den Baum gar nicht platzieren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mit dem Baum hier. Ja, sehr schön. Und ja, Wasser machen wir dann einfach auf dieser Höhe. So, wir machen nämlich jetzt einfach mit dem Glätten-Tool. Das ist extra schon mal ein bisschen größer gemacht. Damit wir hier nochmal ordentlich glätten können. Wenn dann was verloren geht. Ist halt halb so wild. Hier will ich nochmal ein bisschen. So groß will ich den halt gar nicht haben, den Wasserbereich.
So, das ist eigentlich schon ausreichend. Vielleicht können wir auch hier nochmal den ein oder anderen Felsen reinmachen. So. Und so. Können wir hier gleich auch nochmal überpinseln so ein bisschen. Ich will das eigentlich gar nicht so mega gelblich haben. So ganz leicht schimmernd. Will ich das überhaupt? Ich glaube, nee, eher nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach so grün, das Gehege. Genau. So, das sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht könnten wir dann hier nochmal ein bisschen das durchschimmernd machen. Vielleicht werden wir noch ganz viele Gräser machen, denke ich mal. So, das ist super. Und dann machen wir nochmal hier ein bisschen Gräser und Büsche. Macht, glaube ich, nochmal viel aus. Ich mache das auch so ein bisschen gemischt. Machen wir gleich noch ein, zwei Bäumchen rein und dann ist das Gehege eigentlich schon fertig. Hier würde ich gerne nochmal so ein bisschen, dass man sieht, dass hier die Mitarbeiter auch gerne mal durchfahren. Durch das Tor. So soll es zumindest aussehen. So, sehr gut. Am Rand können wir auch nochmal so ein bisschen. Okay, das sieht doch schon ziemlich, ziemlich gut aus. Ich hätte den Baum sogar noch ein bisschen weiter nach links eigentlich machen können. Das wäre eigentlich besser gewesen. Wenn wir den ganzen Baum nochmal ein Stückchen nach hier verlegen würden. Ist jetzt schon zu hoch? Nee, eigentlich nicht. Ich hoffe, das geht jetzt, dass der Dino nicht im Weg ist. Das sieht doch schon mal super aus. Dann müssen wir hier nochmal beigehen, ein Stückchen. Ja gut. Und dann nochmal den ein oder anderen Baum so hier rein platzieren. Hier wäre schon ziemlich ideal an der Stelle. Oh, jetzt geht's. Perfekt. Okay, vielleicht könnten wir hier nochmal den kleinen Baum platzieren, wenn das geht. So. Okay. Reicht eigentlich, ne, von der Einrichtung her. Schon ganz gut aus. Ich meine, das hier, das Gehege hier ist ja auch ziemlich mager eingerichtet, aber die sollen ja auch nicht großartig eingerichtet sein, ne? Also der hat es hier schon wirklich gut, der Dino. So wie es jetzt hier aussieht. Kann man nichts zu sagen. Auch wenn es vom Platz her natürlich nicht so mega krass ist. Ich finde, das sieht schon eigentlich ziemlich cool jetzt aus. Also ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Bereich. Aber ich würde sagen, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Falls sie euch gefallen hat und falls euch das Projekt gefällt, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.